Hallo und herzlich willkommen zu Part 3 der zweiten Staffel von Super Mario Maker. Und zwar wurden uns zwei Level eingeschickt, die ich jetzt gleich mal spielen werde, denn heute bin ich mal dran mit Spielen. Aber ich sitze ja trotzdem einfach nur sinnlos daneben und werde die ganze Sache ein bisschen kommentieren, wird eine lustige Angelegenheit. Wir hatten sogar noch einen dritten Level, der war allerdings etwas unvollständig von der ID her. Ja. Aber trotzdem schon mal ein riesiges Dankeschön, freut uns natürlich, dass ihr schon so fleißige Level einsendet. Besonders auch gerade vom Aussehen sieht der untere Level natürlich echt... Das stimmt, der sieht gut aus. Ja, das sieht echt geil aus. Und zuerst würde ich sagen. Jetzt habe ich jetzt das gesehen, Feierabend, echt? Ja. Ja, ich habe das vorhin schon gefeiert. Oh, Alter, ey, das ist so dünn. Okay, los geht's. Wir spielen den Super Level von Dominik. Dominik. Ich glaube, er hieß, das war Dominik Let's Play, gell? Ja, auf YouTube. Er findet den einfach, wenn ihr unter die ID oder den Videos schaut. Lakitu, also ich hasse Lakitu schon mal richtig bestialisch. Kommt drauf an, was er schmeißt, ne? Eben. Aber schmeißt nichts. Schmeißt einfach mal nichts. Und kann es sein, dass unser Ingame-Sound ein bisschen leise ist, also von bei uns jetzt auf dem Kopfhörern. Oh nein, danke, Mann. Nee, ich mach mal hier ein bisschen die Pro-Variante. Ja, ja, komm. Ja, gerade da ist was oben. Yo, wie kann man denn da unten sterben? Entschuldigung, wie kann man da unten sterben? Das ist ja noch viel dünner. Ich mach jetzt mal die Pro-Variante. Na, da, hier gibt's doch... Hey, warte mal, ey, wieso ist denn jetzt ein Goomba da unten? Ich weiß, du weißt hier gerade ab. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Auf dem Gamepad vor allem. Ich hab nur eine Facecam, Alter. Ich bin gerade am Sterben. Okay. Ach so, der Goomba ist vorhin einfach in den Tod gerannt. Pro-Variante. Ja, jetzt kommt doch die Pro-Variante. Ah ne, die kommt hier gar nicht raus. Okay, ich reiß mir ein bisschen zusammen. Hä? Wow, siehst du mal, was für ein Pro ich bin? Jetzt sterbe ich so gleich. Kommst raus und direkt Death. Am unser Goomba. Okay, ich glaube, das ist eins der ersten Level von ihm hier. Sieht zumindest so aus. Voll nice. Hat ein paar Effekte natürlich gleich mitge... Ja, wahrscheinlich! Als ob ich das ist jetzt ein bisschen böse gewesen, weil man natürlich nichts sieht. Geh noch die Arschhaare weg. Sinnlos. Ja, ist nichts weiter. Ah, da kannst du jetzt schon easy durchrennen. Ich würde das allerdings nicht mitnehmen, weil du eventuell Leute umbringst damit, aber egal. Bitte, ja, das ist aber nicht geklappt. Danke. Sinnlos. Da wollte ich schon mal ein bisschen skillig sein. Hey, der Goomba, der bringt doch da... Ja, bestimmt. Jo, Alter, wie viel? Und außerdem, hä? Ja, okay, das war jetzt dumm, aber wie viel hat die Gebitte gespuckt? Das wird lustig, Mensch, dieser Bart. Scheiße, ich seh's schon kommen. Okay, ja, ich sag mal wirklich, du hast schon wirklich lange nicht mehr gespielt, von daher kann man das schon alles nochmal verzeihen. Alter, im nächsten Part wird's besser. Das Ding ist vielleicht ist dann auch nochmal ein Level dabei, den du spielst, oder vielleicht spielst du auch nochmal den ganzen nächsten Part, mal schauen. Ja, alles. Ja, mal sehen. Können uns da ja immer mal abwechseln, so haben wir es, glaube ich, damals auch gemacht gehabt. Ach Mensch, ich vergesse es aber auch. Ja. Mein Kurzzeitgedächtnis. Ups, das wollte ich nicht. Junge. Alter. Mein Herz. Ups. Okay, ja, das hat er nicht bedacht. Oder ja, du hättest timen müssen. Ich hätte timen müssen, ja. Aber das Ding macht ja auch Druck. Das eben, scheiß Feuerteil. Aber wie lange hattest du vorhin gewartet? 3 oder 4 Umdrehungen, ne? Ja, ist egal, da kann ich mich auch. Ja, den Pilz. Ja, damit jetzt du dann nicht gleich wieder an dem Vieh stirbst, da. Alter, hallo. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren, dass ich da nicht an dem Vieh sterbe. Ja, tu mal immer bitte. Tu das. Okay. So. Ich lasse den einfach darüber laufen. Genau, dann gehst du hoch. Zack. Also das ist echt böse. Kann man dir anders sagen. Nice. Okay, ich mache jetzt einfach. Auf gut Glück und kein Glück. Hey, das ist doch... na, das ist... Ups. Ja, das... Wir geben dem Level ein paar Versuche, ist kein Problem. Nee, das ist ja jetzt nicht. Ich mach den schon durch. Aber es ist halt schwer, weil ich müsste einfach erstmal wissen. Ich meine, ein bisschen hier von Statistik machen wir ein bisschen runterziehen. Ich meine, bis jetzt ist der Level eigentlich nicht wirklich schwer. Er hatte, glaube ich, eine Abschlussrate von 3,1% oder so. Oder 3,3 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall so die Drehe. Und das ist nicht unbedingt viel, ne? Kann man sich schon denken. Ach, leck mich doch. Wenn man sich überlegt, was mein... Okay, noch jetzt wird er gegrillt. So, und jetzt müsste es gehen eigentlich, ja. Ja, also es war jetzt ganz schlecht bedacht, also man hätte den vielleicht ein bisschen weiter nach links setzen können. Also das geht ja nun mal gar nicht. Och Mensch, warum fehlt mir jetzt so das Skill? Das kann doch nicht angehen hier. Ja, ich lege mir mal eine Weile hin, sag Bescheid, wenn es geschafft hast. Nee, schöne Summbrummgeräusche. Nee, ich bleib hier. Ich stehe das durch mit dir. So, jetzt müsstest du gleich theoretisch durch. Das würde gehen, glaube ich.
Ja, lol. Kann ich hier stehen bleiben? Ja, wenn ich duckst. Nee. Ja. Wow, wow, oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Skill. Er ist wieder vorhanden, das war schon wieder knapp. Ey, das nehme ich einfach mal. Jo. Hä? Ja, easy. Danke, ey. Instant. Oh, nice. Oh, 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 oh. Und jetzt, ja, da sollst du wieder runter. Wo? Da, wo die Pfeile sind. Mensch, dafür hat er sie doch hingemacht. Das ist auch sehr, sehr nett. Ich glaube, da ist immer noch ein. Nee, ist auch eine Blume drin, okay. Ja, krass. Okay. Bei dann bekommt man hier auf jeden Fall eine Blume, egal ob man groß oder klein ist. Und dann kannst du dich hier auch ein bisschen mehr aufräumen. Nee, vorhin gab es da einen Pilz. Ja, ich weiß, das kann man ja einstellen. Aber ich meine ja nur, dann kannst du ja hochgehen und dir da den Pilz holen, eventuell, wenn es da auch einen gibt. Und dann halt unten die Blume oder andersrum. Ungefähr. So, hier ist einfach, genau. Und dann gehst du einfach weiter. Oh. Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Gemein. Aber geht man trotzdem rein. Ja, na sicher, geht ja. So, Pflanze. Jetzt kommt die aber hier unten auch wieder raus, oder? War das nicht so? Nee. Oh, das war richtig der Pro-Skills. Achtung! Ja, ja, ich hab den einfach mal gegrillt. Instant Death, aber das hat man auch nicht kommen sehen, das Vieh. Das ist ziemlich gut gewesen. Ja, ich springe einfach weiter dran. Diese Skills. Diese Skill. Hä, wer ist denn das übelst ein Skill? Aber da ist schon mal jemand gestorben. Das ist aber eigentlich bin ich noch schlechter, weil ich bin ja direkt. Ich bin ja schon hinter der Zielflagge, hinter der Halbzeitflagge gestorben. Ja. Das heißt, ich brauche den ganzen Shit hier gar nicht. Gehe jetzt mal von aus, dann ist das. Ja, zack, wunderbar, und da haben wir mal eine Halbzeit. Ups, ja. Was haben wir da jetzt? Nichts, Münze. Okay. Okay, jetzt kommen wir wieder unten, denke ich. Okay, ich bin jetzt gerade voll. Ja, wahrscheinlich. Ja, gut, wir haben die Halbzeit. Das ist ja dreist. Das ist echt dreist, ja. Okay. Aber, ja. Ist natürlich so. Meine Güte. Muss man mal machen. Oh, was haben wir da? Ja, weißt du, was ich schon für Scheiße erstellt habe? Abkürzung? Fragezeichen? Nee, oder nur Items? Items. Nee, gar nichts. Oder ist noch was, ja. Oh, wo ist er? Ja, wahrscheinlich. Sicherlich, den muss man gleich bekommen, wahrscheinlich. Alter. Okay, ich probiere das mal so, wenn ich sterbe ich halt. Und ja, genau. Ich weiß nicht, das Ding soll ich so. Ja, nimm's mit. Aber ich weiß nicht. Ja, was, als ob da so. Was, Alter, was ist das denn? Ja gut, man muss jetzt mitkriegen langsam, dass das da immer zwischen den Münzen einfach dieses Ding ist. Okay, ich nehme ihn jetzt hier einfach mal. Ja, nimm den mit jetzt. Du musst einfach sofort hoch und dann hast du das Teil auch. Fertig ist. Okay. Achso, ja, stimmt. Toll. Wo war's denn? Ganz hinten. Nee. Hä? Fuck. Leute, da kommen wir gar nicht dran. Ich muss sofort. Da muss ich Stampfattacke machen. Ja, das ist besser. Stampfattacke ist besser. Ich probier's trotzdem nochmal. Ja, mach's nochmal so. So, auch immer jetzt das Ding bringen, kannst du auch meinetwegen jetzt einfach gleich. Und dann mal schauen, was du hier für. So, ne, gibt's. Oh, Al. Ich brauch den also. Du brauchst einfach übelst viele, weil du tötest immer nur die ersten. Den ersten beiden, glaube ich, oder sogar nur einen. Ne, die ersten beiden. Ja, jetzt könntest du direkt schon drüber. Genau. Aber brauchen den P-Switch noch, dann musst du nochmal zurückgehen. Okay, oder der ist weiter vorne, das kann natürlich auch sein. Okay. Meine Güte. Da ist, glaube ich, noch irgendwas ist da. Scheiße. Genau, ist noch ein Powerblood. Powerblood. Ja, okay. Ja, ist in Ordnung, ist schon in Ordnung. Vielleicht ist der oben. Ich guck erstmal weiter. Könnte auch sein, tatsächlich. Vielleicht brauche ich die Tür auch gar nicht. Da ist der P-Switch. Dann musst du zurückgehen. Warte mal, soll ich erstmal hochgucken? Hm? Nee, geh ruhig erstmal durch die Tür dann. Also, dann kannst du auch mitnehmen einfach. Okay, hast immerhin zwei Anläufe. Okay, war easy. Okay. Ja, was ist muss jetzt hier? Warten. Vielleicht muss ich noch weiter? Nee, glaube ich nicht. Mhm. Kann ich da drauf? Das? Ja, gell. Ja, ja. Kannst du noch halt durchspringen, durchlaufen. Ja, unten kannst du. Kannst du keinen Wandsprung dran machen. Ja. Okay, was ist jetzt hier? Wieder böse Level, nicht, dass hier wieder von oben irgendwas runterkommt. Ja, gehen die Asse. Oh, 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 oh. Nice gemacht. Nice gemacht, sehr ja. Nice. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Also echt, auch wenn es gerade scheiße. Ja, gut, das hätte man nur denken müssen als. Ja. Hier komme ich mit dem. Wie kommst du mit dem Bob-Bombs weiter? Ja, okay. Ja, er hat wahrscheinlich extra dafür zwei hingemacht, aber wenn man nun beide einmal auslöst. Tja.
Das kann man ja nicht wissen. Ja, hätte weiter oben. Das ist ein bisschen blöd. Da ist ja noch ein bisschen viel. Nee, geh mal nach oben und mach mal mit den Bob-Oms einfach den Weg frei. Vielleicht war das auch jetzt nur einfach nur, keine Ahnung was. Oder es kann natürlich auch sein, dass man jetzt durch die Röhre geht und dann ist es wieder hergestellt. Lol. Ja, okay, mal einen. Nein, den kriegst du jetzt da in die... Oh Gott. Hä? Achso, ich muss... Meine Güte! Ich mach nicht so viel mit Bob-Oms. Ey, das war mal stylisch, Alter. Soll ich das an? Leg mich doch im Arsch, hä? Wie, du kommst da nicht rein? Da komm ich wahrscheinlich raus. Ja, dann haben wir jetzt, dann ist der Level jetzt im Arsch im Prinzip. Ja, ich bring mich einfach um. Ja. Okay. Okay, na das ist ein bisschen blöd, also, tatsächlich. Ja, aber jetzt will ich ja zweite Tür, jetzt kann ich auch mal ein bisschen Speedrun geben, jetzt hole ich auch den Propellerpilz. Ja. Ah, jetzt kriegen wir hin. Lol. Du musst doch den zweiten Level spielen, ne? Also. Lol, ja, ich weiß. Achtung. Okay, ne, ich lass mal lieber den. Ja, ja, nimm den jetzt und dann passt das schon. Okay, es ist die zweite Tür natürlich. Bada. Ja, zweite Tür. Zweite Tür kriegen wir jetzt hin. So, und dann müsste es ja da theoretisch weitergehen. Lol. Also, zweite Tür. Ja, ey, wahrscheinlich. P-Switch. Nicht, ja, in die andere Richtung, das Ding schmeißen. Ja. Und jetzt sind hier irgendwo versteckte Blöcke. Wahrscheinlich hier, genau. Da war ja Münzen 2. Ein Stück leider links. Ja. Okay. Run, ja. Renn. Okay, ist okay. Nicht mehr. Alter. Ich hab noch geblieben. Meine Güte, wären wir da dran jetzt gestorben. Wieder ein riesen Vieh. Dann ist da nichts. Pass auf, da unten ist jetzt der Assige. Als ob der genau in dem Moment kommt. Ja, okay. Was ist denn das für ein einer, der nichts mitcheckt? Einer, der nichts mitcheckt. So, das kannst du jetzt gleich abtöten, das Vieh, genau. Ja, als ob ich das One-Shot, was gibt's hier? Nix. Oh. Ja, scheiß One-Up. Scheiß auf das One-Up, ja. Ups. Ja, bestimmt. Da brauchen wir wieder einen P-Switch. Könnte sein, oder? Oh, ich muss mich beeilen. Nee. Achso, Bob-Oms. Ah, Bob-Oms. Kannst erstmal das Vieh töten, ja. Weil du kannst es, glaube ich, einfach durch das durchschmeißen und dann ist es auch tot. Mhm. Genau. Ja, okay, fast. Du musst es einfach nur hinschmeißen, gell? Nur so. Von weiter weg. Geht einfacher. So, da haben wir schon die nächste Tür. Natürlich, wenn man zu weit rutscht. Oh, Jesus. Kannst du ein bisschen Money farmen? Ne, ich wollte den eigentlich gar nicht. Ich wollte den wirklich nicht werfen. Hä? Sicherlich. Hä? Was ist denn überlegen? Okay, dann lass dich mal runterfallen. Alter, ich. Ja, Alter. Sicher. Also wenn man schon sowas macht, dann sollte man auch dafür sorgen, dass man da unten sicher ankommt, ne? Ja, das stimmt. Ja, komm, ich scheiß auf das Vieh. Ja, warum ist es jetzt nicht da? Es kommt vielleicht erst noch. Okay, stark gemacht. Bestimmt. Hier, oder? Ne, hoch. Da hoch. Meine Güte, ey, wir sind doch mal gestorben. Na, ich glaube, hier ist. Man ist wahrscheinlich. Ah. Geschafft! Du hast es geschafft! Naja, hey. Ah, stimmt, hier kann man ja hinter das Ziel. Stimmt, hab ich ganz vergessen. Sehr gut. Geiler Level. Eine Stelle. Halt jetzt gemein am Ende. Ja. Aber sonst. Ansonsten passt es auf jeden Fall. Sehr guter Level. Kann man schon nicht angehen. Ne? Ja, na sicher. Bisschen Trolling. Können wir gerne mal selber ausprobieren. Die ID auf eine, blenden wir gleich nochmal noch ein. Nee, war schon drin. Echt? Wir blenden sie nochmal ein oder. Ja, naja, guckt hier das kommen Video. Hier kommt das letzte. Ja. Na, da kannst du nochmal auf ID drücken. Hä? Wo denn? Ja. Da. So, da könnt ihr das euch jetzt spielen.
Da könnt ihr es euch jetzt spielen. Ihr seht's, okay. Nächster Level, den spielen wir jetzt auch noch. Der wird sicherlich nochmal schwieriger, schätze ich mal. Nö, nicht schwieriger. Ja, ich werde dann sehen, wie ich den Part schneide. Schon, wir sind jetzt bei der Rohdatei bei 27 Minuten schon. Liegt auch daran, dass wir... Nice. Notruf. Ja. Schnell, raus. Ziemlich Sprint. Nice. Alarm! Fuck. Los! Was ist hier lang? Keine Ahnung. Du lang musst. Kannst du springen? Nee. Doch. Doch. Na, da unten nicht. Na, da doch, unten kann nicht. Doch, kannst du. Wo ist mein Feuerwehranzug? Hä, was ist das hier eigentlich? Was soll denn darstellen? Hier diese... Na, das... Umkleideraum. Brauch ich überzeugt. Hey, wie kann man da sterben? Ja, stimmt, es könnte sein. Irgendwie sowas. Also hier, das ist irgendwie Telefon oder was? Kann schnell sein. Los geht's! Alarm! Alarm! Das ist ja irgendwas, ja. Nee. Alarm! Gehen wir noch nach. Boah. So, knapp, mein Guter. Okay. Ne, hier ist anscheinend nichts weiter. Vielleicht da oben drauf. Aber vielleicht ist es kein Erkundungslevel, sondern es ist einfach nur zum Anschauen ein bisschen mehr. Finde ich auch mal nicht schlecht. Zu anderen Feuerwehrkollegen. Kannst du da unten jetzt eigentlich springen? Ja. Ja. Anderen Feuerwehrkollegen gegrillt. Kann er schon. Stampfattacke der Junge? Nein. Oh Gott. Hier keine Scheiße, Mann. Das ist der Wachhund. Kann ich da drunter durch? Danke. Okay. Der Wachkoba. Was ist hier jetzt? Fire, Fire, Fire. Ja, warte, nicht das Ding kaputt machen. Schmeiß den mal weg und nimm den und duck dich. So, jetzt kannst du die Scheiße da kaputt machen. Wusstest du das? Nee. Ja, ich wusste, dass man das kaputt machen kann. Ich wusste gar nicht, wie man das aufsetzt. Also. Boah, hier gibt es noch ein paar Münzen. Ja, egal, Leute verbrennen dort. Ach, scheiß drauf. Hier drüben, das finde ich auch echt richtig, richtig geil gemacht, diesen riesigen Feuerlöscher. Den hat man ja am Anfangs-Thump gesehen. Okay, los geht's. Ziemlich nice. Nächster Raum. Was passiert? Ach, der Fahrweg. Ist ja sauni geile Idee. Kritischer Fahrweg. Kritischer Fahrweg. Jo. Sicherlich. Achso, ich kann das abwehren. Wie geil ist das bitte? Das ist echt mega geil. Ey, beste Idee EU-West. Hey, wie lange fahren wir denn, Mensch? Gib doch mal ein bisschen Stopp-Fahrer. Echt? Sonst fackeln hier die Leute ab. Sonst sterben die noch. Ach, scheiße. Wie gut, das ist. Ja, lol. Nee, drüber. Warst du schnell genug, ne? Alter, krass. Ach, ich geil. Auch, dass ich jetzt schon zweimal gestorben bin auf dem Fahrweg. Wie billig ist das, bitte? Okay. Oh, scheiße, Anruf! Es brennt! Alarm! Was ist jetzt? Schnell da zurück. Kaffee vergessen! Genau, Kaffee vergessen. Scheiße, du wurdest verprügelt vom Mitarbeiter. Oh, Entschuldigung. Alarm! Oh Gott, was ist erstmal geht der Disco hier los! Ey! Wer rechnet auch damit? Dass da Blöcke sind. Okay. Anruf A. Mhm. Katze auf dem Baum. Alarm! Oh, ich sag. Hey, seit wann ist denn das Vieh wieder da? Alarm! Oh. Oh. Fachkraft. Arbeit. Alter, was soll machst du bitte? Ey, ich kenn. Wachhund. Oh, okay. Hä? Als ob der vom Goomba getragen Jesus. Wird. Ist gleich tot. Das war stylisch, Alter. So, los, komm. Feuer! Das ist auch cool. So, komm. Okay, los jetzt geht's. Aber. Die Fahrt. Normal. Kritische dann, Fahrt. Dann schnell gleich an das Ding und dann gleich hoch. Du kannst, dir kann ja eigentlich nichts passieren. Was macht denn der P-Switch? Nichts. Das ist die Sirene im Arsch. Geil. Nee, der Level ist schon also aufs Äußerste genial. Ja, kann man nicht total. Anders sagen. Hä? Doll. Doll. So, gleich dran und hoch. Am besten dran bleiben und ja, lol.
Ja, aber jetzt umbleiben müssen irgendwie. Alles die Feuerwehrleiter, die ausgefahren wird. Es ist so nice gemacht. Achso, okay, ich bin jetzt auf dem Dach. Ja. Alter, boah, ja, als ob das so eine scheiß Blume ist. Kannst jo, ins Haus nahe. Da kannst du töten. Fuck. Ja, du brauchst den Hut, Helm, Dingens. Aber von halt. Unten kann ich trotzdem getroffen werden. Ja, aber du kannst ja immer warten, bis du... oben. Also es ist mega geil gemacht, der Level, kann man nicht anders sagen. Am besten immer alles umbringen hier, genau, eins mitnehmen schon. Wieder kurz warten. Ja, das ist echt mega geil gemacht. Hier muss ich aufpassen. Boah, Alter. Ich glaube, von unten bist du dann Instant Death. Wenn du von unten getroffen wirst. Okay, das ist ein bisschen sehr kurz. Aber geht auch noch. Okay. Kann ich das einfach? Hä? Ja, geht schnell wieder vor. Ah, ah. Alter, hier brennt's ja echt in der Bude. Was ist für ein Kitty hier alles. Wieder ein Herd angelassen? Ist die Videospielkonsole überhitzt. Oh, nice, ein Stiefel. Geh da gleich mal rein. Ich weiß nicht, kannst du da, ich glaube, du kannst da auf dem Ballding drauf sitzen. Ja. Ich hoffen. Hä, wahrscheinlich! Da sind ja immer Viecher drin. Boah, Alter. Jetzt schnell gleich. Oh, hallo! Ja, was macht man jetzt? Zurück, kommst du zurück? Bisschen Anlauf. Warte. Nicht, dass wir gleich wieder tot sind. Glaube ich auch nicht, nee. Passt schon. Okay, ah, jetzt kommst du nicht wieder rüber, ne? Ja, okay. Ja, komm, bring ich schnell um, dann machen wir es nochmal. Hey, nice. Vom Haus gefallen. Hä? Alter, wie geil ist dieser Level denn? Aber was muss ich denn jetzt machen? Was ist das für ein Feuerwehrjob? Was ist das für eine Bude, die hier brennt? Na, du hast deine Sicherheitsdrähte an und musst durchs Feuer laufen. Hä, hey, yo, bestimmt. Komm, wir sind wieder dran, wir sind wieder da. Wir sind wieder am Stissel. Okay, los. Dann jetzt nicht so leicht fertig verlieren und dann gleich hier weiter. Alter, komm, dann kommst du hoch, ein bisschen Anlauf, das kleine Stückchen da. Bis ranlaufen und hoch. Dann nochmal. Ja. Danke, komm. Dass er es so gemacht hat. One schönes up. One-Up. Okay, weiter geht's. Meine Mit dem Fahrstuhl wieder nach unten. Das musst du irgendwie mitnehmen. Okay. Soll das auch eine Art Fahrstuhl hier sein? Was meinst du? Ja doch, denk schon. Man ja, muss ja. Hier den Fahrstuhl hochkämpfen. Und jetzt kommen wir in die Wohnung. Dann kommen wieder Flammen. Jetzt kommen wir in die Wohnung. Denke. Ich muss ja übers Dach runter. Ja, hast recht. Ah, hier muss man Sachen sammeln. Dinge sammeln. Ich glaube, wir müssen nach unten springen irgendwo. Und hier ist einfach nur ein Kampf. Ja, wo muss ich hin? Auf dem Block hier. Wahrscheinlich. Hä? Wie hätte man das verhindern sollen? Wie? Vor allem, es war ja keine... Ah, doch, es war eine. War eine Dingens. Aber wie... Das ist der P-Switch da, ich darf den wahrscheinlich. Ach so, da, das eine Ding, da läuft nicht. Du darfst. Hä? Wie konnte denn hier gerade was zerstört werden eigentlich? Ach so, die Bombe da unten. Ja. Du hast nur ganz begrenzt Zeit. Und wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben aber checken. Vielleicht musst du das Vieh einfach irgendwie vorher abtöten oder so, was weiß ich. Geh mal nach unten. Du musst vielleicht erst die anderen P-Switches. Kommst du? Hey, Alter. Schick mal ganz viele von denen nach unten, oder schick. Weil du musst ja... Ah ne, sobald du einen P-Switch aktivierst, bist du down. Aber Bowser auch. Aber was machst du, um... Was machst du denn, um okay, selber zu überleben? Du musst in irgendeiner Weise... Das ist echt schwer. Wo du brauchst einen Schlüssel, ja. Den musst du wahrscheinlich finden, schnell genug. Ja, vielleicht ist der ja in einem... Du darfst keinen Helm aufsetzen, der ist vielleicht einfach da unten. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass der in dem einen Block da unten ist. Obwohl, nee.
Ist er nicht, weil sonst wäre er jetzt. Aber versuch mal keinen Helm aufzusetzen. Dann geh mal nach unten. Dann geh mal da in das, den Block da rein. Nee. Dann musst du Bowser vielleicht irgendwie anders umbringen. Okay. Hä? Du musst die Flammen mit deinem Helm, glaube ich, umbringen, immer wenn du dran. Du musst halt immer dran springen, dass sie halt nicht dorthin gehen. Und dann Bowser macht Jump-Attacken, der bringt sich irgendwann selber um. Ja. Das interessiert das nicht, oder? Nee. Das auch nicht. Ah, okay. Alter, heftig. Heftig. Nice. Da oben ist Stampfattacke. Gleich ist es soweit. Vorher kommt er immer weiter. Okay, rum. Jetzt habe ich das mal kapiert. Okay, jetzt haben wir es fast. Okay, ja, ist extrem nice gemacht. Ist schon mega geil. Alter. Tschüss. Und da bekommst du jetzt auch richtig den Schlüssel. Ja. Yo, extrem geil. Nice gemacht. Geil. Absolut geil. Beste Idee, also jeder Hinsicht. Echt, das ist so ein geiler Level. Feierabend. Und da ist es geschafft. Wow. Wow. Was ist das sehr für ein Level? Nice, also extrem richtig, richtig krass. Heftig. Krasse Empfehlung. Er hat noch nicht wirklich viele Sterne, glaube ich. Also auf jeden Fall zu wenig für das, was er hier gebaut hat. Ja, das ist mega nice. Erzählt er diese Geschichte? Ich glaube, wir haben es ganz gut reininterpretiert. Kann derjenige ja nochmal unter das Video schreiben, ob das so gedacht war. Ich denke mal schon. Echt extrem ID ist eingeblendet gewesen schon. Und gönnt euch auf alle Fälle den. Ah ne, ist eingeblendet jetzt. Ist eingeblendet, genau. Gönnt euch diesen Level. Viel zu wenig Sterne, echt. Ja. Okay, er hat aber schon andere Level, wahrscheinlich richtig viele Sterne. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part schauen wir uns dann noch andere Level an. Vielleicht, hauen einfach alle von diesen Leveln hier rein. Jetzt mal ganz ehrlich, guck doch mal, wie geil die alle aussehen. Die sehen richtig geil aus. Hier sowas hier oben. Ja, nicht alle, aber wir werden uns ein paar gute raussuchen. Gucken wir mal. Na? Pizza. Transformers. Kolosseum. Hier, okay. Ist da. Gut, dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt eure Meinung zu den Leveln in die Kommentare. Schreibt eigene Level in die Kommentare und keine Ahnung, was alles noch. Aber wohl ab. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.